Oh, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, die natürlich die meisten von ganz alleine machen, nämlich zerstöre Sofas, Betten und was war das andere? Oder Stühle. Wo geht das am besten und rein theoretisch am schnellsten? Am besten geht es auf jeden Fall im Modus Gruppenkeile. Dann, ich würde euch empfehlen, landet in Pleasant Park. Jetzt bin ich aber gerade genau auf der anderen Seite. Aber ganz simpel erklärt, landet einfach in einem normalen Haus, so wie euer Zuhause quasi aussieht. Und dann gehen wir hier rein. Zack, da haben wir schon mal 4 Stühle, noch einen Tisch. Zack, habe ich schon mal 5 Stück erwischt. Haben wir nur noch 19. Hier könnt ihr noch direkt Gold mit einsammeln. So, 19 haben wir jetzt. Dann natürlich sofort Gegenstände mitholen. Ihr wisst ja, XP, XP, XP. So, dann gehen wir schnell hoch. Klar, die Kiste habe ich gerade noch gesehen, gehört. Hier sind keine Stühle. Hier müsste noch ein Bett drin sein. So, dann war es das eigentlich schon mit dem Raum hier, mit dem Haus. Ihr sammelt natürlich schon noch schön die Kisten und alles ein. Ich brauche jetzt noch 16 Stück. Das bedeutet, wir gucken wieder hier. Hier ist nichts. Da ist die Garage. Dann haben wir hier einmal einen Tisch. Da ein Sofa. Da ist noch ein Stuhl. Und so geht ihr einfach von Haus zu Haus. Ich weiß halt jetzt nicht, ob die Aufgabe nur einmalig da ist oder ob das sich hochskaliert bis auf, keine Ahnung, zerstöre 2.500 Sofas oder Betten. Aber so wisst ihr schon mal, was damit gemeint ist. Immer erstmal in den Städten landen, Gruppenkeile. Und da würde ich sagen, schafft ihr das auch ganz schnell. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, gerne natürlich ein Like da lassen, gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr noch mehr geheime Missionen haben wollt. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.